Disneyland soll der glücklichste Ort der Welt sein. Aber wenn man diesen Aufnahmen Glauben schenkt, kann es auch ein Ort voller Angst und Schrecken sein. Heute zeige ich euch 10 schockierende Momente im Disneyland. Los geht's! Diese Aufnahme zeigt einen Mitarbeiter verkleidet als Pluto, der einen kleinen Jungen jagt. Zuerst sieht es witzig aus, bis man den Jungen um sein Leben schreien hört und realisiert, dass es kein Witz ist. Gerade als Pluto das Kind schnappen wollte, hält ihn ein Erwachsener am Arm fest. Alle Augen sind nun auf ihn gerichtet, weswegen er wieder in seine Rolle schlüpft und so tut, als ob nichts Ernstes passiert wäre. Er läuft mit erhobenen Händen weg. Warum der Junge verfolgt wurde, ist nicht bekannt, aber es gibt ein Gerücht, dass der Junge ihn getreten haben könnte. Kurz nach diesem Vorfall wurde Pluto von der Security eskortiert. Ein Wartungstechniker bedient eines Tages eines der gruseligsten Attraktionen im Disneyland, ganz allein. Schaut auf das Überwachungsvideo. War er vielleicht gar nicht so allein? Eine phantomartige Figur erscheint ganz flüchtig auf dem Sitz direkt hinter dem Mechaniker, aber der merkt nichts und arbeitet weiter an seiner Sicherheitscheckliste. Dann, eine Minute später, schaut, was 4 Plätze links neben ihm passiert. Manche Leute sagen, es handelt sich hier um eine Kamerafehlfunktion, aber andere glauben, eine Seele hat versucht, zweimal die Aufmerksamkeit des Mannes zu erlangen. Lasst es mich wissen, was ihr glaubt. Eine verfluchte Seele oder nur eine Einbildung? Eine YouTuberin namens Darecrime war während der Sommerferien im Disneyland, als sie diesen mysteriösen schwarzen Ring schweben sah. Es war bereits 10 Uhr und daher schon ziemlich dunkel. Der große asymmetrische Ring schwebte lautlos über dem Park und sie fragte sich, was sie nun tun sollte. Sie fragte einen Mitarbeiter, was dieser Ring zu bedeuten hat, aber keiner konnte den Blick vom Himmel richten, so fasziniert waren sie alle davon. Viele weitere Besucher haben es auch gesehen und aufgenommen, als es ist wirklich passiert. Manch einer behauptet, es wäre ein Rauchring eines Feuerwerkskörpers, aber viele UFO-Enthusiasten sagen, es sei eine Vertuschungsaktion von etwas Großem. Lasst es mich wissen, falls ihr auch so etwas gesehen habt und was ihr denkt, was es sein könnte. Ein Mädchen war mit ihrer Familie in Disneyland und sie entschieden sich ein Gruppenfoto zu machen. Also drehten sie sich kurz um, damit man die ganzen Charaktere im Hintergrund sehen kann. Doch nur dieser kurze Augenblick reicht, um eine große Katastrophe zu verursachen. Ein Familienmitglied steht viel zu weit draußen und wird von einem Umzugswagen erfasst. Was ihr nicht sehen könnt, ein Reifen überfährt ihre Füße. Das Mädchen wurde dann ins Krankenhaus gebracht und die Familie musste die Krankenhauskosten selbst übernehmen. Die Mutter sagte später aus, dass es keine Barrieren gegeben hat und auch die Mitarbeiter so getan hätten, als wenn nichts passiert wäre. Kevin hat diese Szene aufgenommen vor 10 Jahren und es erinnert immer noch an ein paranormales Ereignis, das hier zu sehen ist. Eine vermeintlich normale Feuerwerkshow. Doch dann, als er reinzoomt, entdeckt er etwas Gruseliges. Ein graues Gespenst scheint die Show zu beobachten und verschwindet dann urplötzlich. Manche glauben, es war nur ein Feuerwerkstechniker, der dunkle Klamotten trägt, während andere sich sicher sind, dass das ein Phantom ist und möglicherweise sogar der Geist von Walt Disney selbst. Die Indiana Jones Show ist eine dramatische Neuerschaffung von dem Film, die live vor den Zuschauern präsentiert wird. Bei dieser Szene ist vorgesehen, dass der Hauptcharakter vor einem Felsen wegrennt und es ganz knapp schafft, damit es spannend wirkt. Doch stattdessen passierte das.
Man hört entsetzliche Schreie aus dem Publikum, als der riesengroße Felsen plötzlich den falschen Weg einschlägt und direkt auf die Zuschauer zurollt. Die Kugel wäre wahrscheinlich in die Menschenmenge eingeschlagen, wäre da nicht ein Loch auf der Bühne, welches die Kugel wieder abprallen ließ. Die Frage ist, wie viel wiegt diese Kugel? Die Leute sprachen von 200 Kilo, andere von mindestens 60 Kilo. Aber offiziell gibt es keine Angaben dazu, daher weiß keiner so genau, wie groß die Gefahr für die Zuschauer war. Diese Besucher steigen gerade in eine Achterbahn ein, als sich jemand plötzlich entscheidet mitzufahren. Schaut, wie es von links erscheint und lasst mich wissen, ob ihr es gesehen habt oder nicht. Ein mysteriöses Licht bewegt sich auf die Waggons zu und verschwindet dann wieder plötzlich. Einige Leute behaupten, das sei ein bekannter Geist, der hier schon öfter gesichtet wurde. Dieses bizarre Video vom Space Mountain wurde von einem Jungen namens Jake aufgenommen. Eigentlich wollte Jake nur filmen, um eine Erinnerung von dieser krassen Fahrt zu haben, aber als er sich das Video später ansah, erblickte er etwas, das er selbst als echten Geist bezeichnet. Eine Art von Gestalt scheint sich kurz zu zeigen und schwebt auf der rechten Seite des Bildschirms, während die Achterbahn vorbeifährt. Dann passiert das Gleiche, als die Achterbahn hochfährt. Und nun auf der rechten Seite. Ich bin mir nicht sicher, ob das echt ist oder eine Art Hologrammprojektion von Disney ist, doch der Junge, der das aufgenommen hat, ist absolut davon überzeugt, dass er einen Geist aufgenommen hat. Falls ihr Ähnliches auf der Space Mountain Fahrt gesehen habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Vielleicht können wir es dann zusammen rausfinden. Ein YouTuber namens Adam Edwards machte einen Disneyland-Vlog, als plötzlich etwas Gruseliges hinter ihm passierte. Hey guys, so today we're in Disneyland and I'm gonna look out the new ride. Zwei Hände greifen nach ihm, hinter einem Vorhang, mit langen, krummen Fingern. Adam biegt dann um die Ecke, wo die Hände gerade noch waren, aber er fand nichts. Also geht er wieder zurück und gerade als er anfängt weiterzusprechen, erscheinen die Hände aus dem Nichts. Als er nun wieder nachschaute, war da wieder nichts. Dieser krasse Achterbahnunfall passierte laut Videobeschreibung im Disney World. Leider konnte ich keine weiteren Informationen zu diesem Vorfall finden. Da es nicht bestätigt werden kann, ob es wirklich im Disneyland passierte oder nicht, nehme ich an, dass dieses Video von einem nicht verwandten Vergnügungspark stammt. Schaut euch dieses Video an und vielleicht könnt ihr diese Achterbahn erkennen. Ich hoffe wirklich, dass es allen gut geht, aber diesen Wagen so fallen zu sehen, da glaube ich kaum, dass es bei so einem Aufprall alle gut überstanden haben. Im Jahr 1974 eröffnete Disneyland eine neue Attraktion namens Amerika singt, wo robotische Tiere zusammen singen. Animatronik war eine relativ neue Technologie zu der Zeit und diese Aufnahmen wurden nur wenige Wochen, nachdem es erstmals präsentiert wurde, gemacht. Die Show verläuft ganz nach Plan, bis auf einmal eine laute Unterbrechung folgte, nur wenige Sekunden, nachdem die Lichter ausgegangen waren. Was ihr gehört habt, waren die letzten Schreie einer Disneyland-Mitarbeiterin namens Deborah Stone. Deborah war eine Sprecherin für die Show Amerika singt und verstarb, nachdem sie aus Versehen in ein starkes mechanisches Gerät getreten war, welches benutzt wird, um die Wände des Theaters zu drehen. Warst du schon mal im Disneyland? Und wenn ja, hast du dort auch etwas Gruseliges oder Paranormales erlebt? Schreib mir einen Kommentar mit deinen Erfahrungen. Hat euch das Video gefallen? Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke für mehr Videos. Falls ihr einen Videowunsch habt, schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, Dreamer. Ciao.